denken kaum so oft daran, den Gnadenbeistand des Heiligen Geistes. Novene zum Heiligen Geist. Als in den Stunden der Ratlosigkeit. Dritter Tag. Komm, o Geist des Rates. Seliges Licht, erfülle das Innere derer, die dir gläubig vertrauen. Wir denken kaum so oft daran, den Gnadenbeistand des Heiligen Geistes anzurufen, als in den Stunden der Ratlosigkeit. Vom Geist des Lichtes erwarten wir die Aufhellung einer dunklen Frage. Gut ist es, wenn wir bei ihm Rat holen, denn dadurch stellen wir schon von selbst die Frage in das Licht der Ewigkeit und wollen bei unserer Entscheidung uns von dem Gedanken leiten lassen. Was kann unter diesen Umständen der Wille Gottes sein? Auch in den kleinen Alltagsfragen müssen wir zum Quell des Lichtes gehen. Wie werde ich am Ende meines Lebens, wenn alle menschlichen Rücksichten, alle erdhaften Interessen schwinden, darüber denken? Auch in den kleinen Alltagsfragen müssen wir zum Quell des Lichtes gehen, damit wir dort die richtige Antwort bekommen. Große Entscheidungen haben wir selten zu treffen, aber aus den kleinen Angelegenheiten setzt sich unser Leben zusammen. Und überdies, im Reich der Gnade wie der Natur, erleben wir es so oft. Kleine Ursache, große Wirkung. Dieses Bitten um das Licht des Heiligen Geistes, dieses Horchen auf seinen Rat, seine Anregungen und Einsprechungen setzt voraus, dass wir in lebendiger Beziehung zu ihm stehen, dass wir innerlich feinhörig sind, nicht betäubt von den äußeren Eindrücken. Zu den tröstlichen Abschiedsworten unseres Herrn gehört das Wort vom immerwährenden Wohnen des Heiligen Geistes in uns. Warum besprechen und beraten wir so vieles mit Menschen, die uns oft nicht helfen können, anstatt mit dem göttlichen Beistand in uns, der uns mit seinem Licht den rechten Weg zeigt? Wir bitten dich, Herr unser Gott, gib uns in deine Güte allzeit den Geist, das Rechte zu denken und zu vollbringen. Ohne dich können wir nicht bestehen. So gib uns die Kraft zu leben, wie es deinem Willen entspricht. Durch Christus, unseren Herrn. Leitgedanke. Ich will heute in allen Fragen des Heiligen Geistes um sein Licht bitten. Stoßgebet. O Quelle des Lichtes, sende aus dein Licht und deine Wahrheit. Mutter vom guten Rat, bitte für uns. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen.